Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem offiziellen Podcast der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023. Das müssen wir euch jetzt da regelmäßig auf die Ohren binden, weil wir das halt einfach super cool finden. Und deswegen lebt damit. Ihr könnt natürlich mit uns auch vollumfänglich leben auf diversen Social-Media-Kanälen oder auch über YouTube, weil natürlich findet ihr die Folgen auch dort. Ihr müsst gar nicht mit uns mit Werbung leben. Studien zeigen, dass Bewegung dazu beiträgt, sich in schwierigen Situationen besser selbst zu regulieren. Das heißt, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Zudem trägt es zu einem Rückgang des emotionalen Stresses bei. Der Tipp des Laufenden Decken Podcasts ist deshalb AG1 von Athletic Greens kombiniert mit einer gesunden Ernährung. Warum empfehlen wir AG1 von Athletic Greens? Unter anderem, weil es zur hormonellen Ausgeglichenheit beiträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil einer ausgeglichenen Innenwelt und somit auch eines Lebens in Balance mit dir selbst und mit den anderen. Und das ist einfach wichtig, um im Sport Spaß zu haben und im Leben einfach zu funktionieren. AG1 enthält Stoffe wie zum Beispiel B6, das zur Regulierung der Hormonaktivität beiträgt. Und damit ist es einfach für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Tages. Es hilft uns einfach, Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und hält genau die Nährstoffe, die unsere tägliche Nahrstoffversorgung unterstützen. Ein Esslöffel AG1 von Athletic Greens, 250 ml Wasser, einmal am Tag, jeden Tag, ohne Kompromisse. Und für unterwegs gibt es die praktischen Travel-Packs, dein smartes Nährstoffritual, das nimmt nur 60 Sekunden in Anspruch und du weißt, du hast dir einfach was Gutes getan. Gehe jetzt auf athleticgreens.com/laufendentdecken, informiere dich, du kannst AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen und einfach stark ins neue Jahr 2023 starten. Zusätzlich zu deiner Erstbestellung AG1 von Athletic Greens gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 dieser wirklich praktischen Travel Packs dazu. Also gehe jetzt auf athleticgreens.com/laufendentdecken. Ihr könnt nämlich auch ohne Werbung das Ganze hören. Und zwar, wenn ihr einer der tollen Unterstützer seid auf Patreon oder Steady. Und da sind dann schon ein paar. Wir haben uns überlegt, ob wir alle unsere Unterstützer namentlich nennen. Vielleicht machen wir das irgendwann einmal. Dann so eine Ankündigung und dann lesen wir es vor, wie so auf einer großen Schriftrolle. Aber heute machen wir das noch nicht. Derweil ist das Problem, derweil sind es jetzt noch nicht so viele, dass ich das nicht in, sag ich jetzt mal, podcastbrauchbarer Zeit ausgehen würde. Wenn wir das Problem mal haben, dass es so lange ist, dass wir eine Stunde reden müssten, damit wir alle Unterstützerinnen und Unterstützer nennen, dann werden wir es sein lassen. Das wäre mal ziemlich lustig, eine eigene Folge, einfach nur Unterstützer vorlesen. Oder jeder Podcast-Hörer schickt uns seinen Namen und wir lesen dann alle Hörer vor. Genau. Auch gut. Special Episode. Ja, aber apropos Special, für die Patreonen gibt es natürlich noch zusätzlich zu werbefrei sein auch die zusätzliche Goodies. Zum Beispiel haben wir jetzt da schon im Plan und schon vorbereitet, dass wir regelmäßig auf Discord so Sit-Ins machen, also dass wir mal da sind und dass man einfach so off-record ein bisschen quatscht, dass man zum Beispiel unsere Trainingsherzen, was da drinnen ist oder was sonst so rund um den Podcast passiert. Und wir haben noch was anderes vor. Ich möchte dich nur kurz unterbrechen für alle, die jetzt nicht wissen, was Discord ist, weil sie vielleicht nicht so affin sind. Gut, Discord ist so ein Chat-Tool, mit dem man auch miteinander grundsätzlich Video telefonieren kann. Und generell ist jetzt Patreon und ich glaube auch Steady eben mit Discord verbunden. Und da kann man dann, gibt es dann so Chat-Räume. Die Idee ist quasi, dass man so als Gemeinschaft auch, nachdem man eine Podcast-Folge hört und vielleicht eine Meinung dazu hat, über die mit uns diskutieren kann. Also die Idee ist nicht nur gemeinsam per Video sich zu verbinden, sondern auch generell, dass man sich untereinander austauschen kann und vielleicht Themen, die im Podcast aufgekommen sind, zu denen man eine Meinung hat, die man uns mitteilen will, kann man das dort machen und dann könnte man auch mit anderen Patreons diskutieren. Genau. Auch upcoming, heißt das, glaube ich, upcoming, weiß ich nicht. Wurscht. Bald einmal bei uns. Wir werden uns jetzt ein bisschen in das Feld vorwagen,
dass wir euch teilhaben lassen an dem Zeug, das wir halt so tragen, essen oder sonst was. Ich meine, wir haben das schon das eine oder andere Mal gemacht, aber wollen jetzt da auch verstärkt ein bisschen Reviews machen und natürlich gibt es dann die ausführlichste Variante für unsere Unterstützer, weil die unterstützen das, dass wir das machen können. Jawohl. Super Sache, super geil. Yes, yes, yes. So, und schon ganz lange haben wir keine Aktuelle Stunde mehr gemacht. Es ist quasi, kann man sagen, in Vergessenheit geraten. Es ist auch, dass wir zwei so in der Regelmäßigkeit gemeinsam unser Mikrofon setzen, diesmal in der Früh, ist auch irgendwie wieder etwas in den Hintergrund. Deswegen haben wir das auch 2023 wieder etwas hervorgekramt. Aufgewärmt. Wurde es eingemahnt, mehr von uns wieder preiszugeben, weil wir uns so rar gemacht haben. Mhm. Es ist doch schön, wenn man vermisst wird. Das war vielleicht auch der Plan. Schauen, ob die Leute uns auch vermissen, weißt? Ich verstehe das ja voll und ganz. Bei mir zumindest, ja. Oh yeah. aber zur Aktuellen Stunde. Du hast sicher deine Zimbel vorbereitet. Habe ich natürlich in guter alter Podcast-Manier nicht gemacht und ich weiß auch aktuell, glaube ich, nicht, wo sind. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt, dann vielleicht finde ich sie. Okay. Also, der erste Punkt der Aktuellen Stunde. Fühlt euch mal gezimbelt. So, erster Punkt der Aktuellen Stunde ist, es gibt einen aktuellen Weltrekord im Streak-Ultra-Running. Würde ich es jetzt mal nennen. Das haben wir vor einigen Folgen schon mal gehabt. Waren wir da nicht ungefähr bei 50 Tagen? Ja, wir sind jetzt da bei, je nachdem wann sie das hört, wir sind jetzt dabei 106 Tagen plus und ongoing. Also die Candice Bird läuft immer noch jeden Tag 50 Kilometer oder mehr. Warum auch nicht? Und ich kann mich erinnern, damals hast du deine wahnsinnigen Mathematikfähigkeiten unter Beweis gestellt. Ja, Meilenkilometer. Also ganz ehrlich, Menschen, die mit Meilen und Ellen und Pfund und ich weiß es nicht und Grain noch immer rechnen, ja, willkommen im 19. Jahrhundert, gell? Ja. Wer nicht will, der hat schon. Ja. Nein, ihre Leistung auf jeden Fall. Also wie lange das noch gut geht, ist die Frage. Und was das dann noch vor allem für Folgewirkungen möglich hat, ist die andere. Aber hey, whatever floats your boat. Ja, interessant ist, dass sie ja sogar Wettkämpfe dazwischen eingebaut hat. Also den Hurt 100 hat sie dazwischen eingebaut und ist dann am nächsten Tag wieder an Ultra gelaufen, was halt echt hart ist. Aber soweit ich das mitverfolgt habe, ist es tatsächlich so, dass es jetzt da wie bei guten alten Streakrunnern irgendwann ins Alltägliche übergeht. Du musst halt ein bisschen Zeit nehmen, dass du das jeden Tag machen kannst, aber ich glaube, der Schmerz wird nimmer mehr. Ja, ich meine, Streakrunner an sich finde ich ja eine recht, recht gute Sache und ich glaube auch, dass man sich wirklich dran gewöhnt. Ja. Ich tue mir manchmal schwer bei den großen Umfängen, weil 50 Kilometer sind, auch wenn das für manche Ultraläufer dann irgendwann einmal zu einer Lappalie wird, sind aber auch halt nicht nichts. Und man wird sehen, also wenn sie es kann und wenn sie es schafft und wenn sie das tausende von Tagen macht, ja, soll man auch recht sein. Es ist aber nur, wie gesagt, bemerkenswert ist es, weil ich glaube, der alte Rekord war bei, weiß ich nicht, ich glaube 20 Tage oder so irgendwas und da sind wir jetzt halt schon weit drüber. Abseits davon, im Rennzirkus geht es ja jetzt auch schon langsam wieder los, weil so Dezember ist ja eher so Pause. Jänner wird dann schön langsam wieder, je nachdem, wo man halt ist auf dieser Welt. Und Februar geht es halt dann tatsächlich schon mit los. Es war jetzt da schon der Hong Kong 100. Der war ohne internationale Topstars, was ich so gesehen habe. Die bekannteste, die dabei war, das ist die Fu Cao Shan, glaube ich heißt sie. Die war auch eine der topgesetzten vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren beim UTMB und ist dort relativ lang vorn mitgelaufen und ist dann entweder sie ausgestiegen oder noch zurückgefahren, das weiß ich jetzt nicht.
ist beim Hong Kong 100 eben als mit Startnummer 1 top gesetzt gewesen, ist allerdings nicht antreten, ist nicht gestartet, was witzig ist, aber da kommen wir noch dazu. Es war dann im Endeffekt ein asiatisch dominiertes Rennen. Also da hast unter den Top 20 sonst da nicht großartig mehr gesehen. Allerdings habe ich die Person entdeckt auf der Startliste, der ab jetzt mein absoluter Hero ist, wenn es um Ultraläufe geht. Er hat nämlich Kassen. Moment. Long Fei Ding. Long Fei Ding. Was passt besser zum Ultralaufen wie Long Fei Ding? Es ist quasi der Ultraläufername schlechthin. Wer, wenn nicht er? Ja, quasi. Ja. Und dann war gleichzeitig, also am selben Wochenende, der Taravera, glaube ich, heißt das Teil, 100 in Australien. Ja, in Australien. Die Fuzhou Shan ist dort nämlich gestartet. Also die war zwar top gesetzt beim Hong Kong 100, ist aber beim anderen gestartet. Interessant ist daran, dass der Taravera Ultra bei UTMB ist. Und Hong Kong 100 eben nicht. Und da merkt man, glaube ich, schon auch ein bisschen, dass genau das jetzt ein bisschen durchschlagt, dass die Rennen, die halt bei UTMB sind und dann halt dementsprechend natürlich auch Qualifier-Rennen für UTMB selbst, ich glaube, dass die dann im Zweifel bevorzugt werden. Definitiv, das ist, ich habe das vor Jahren schon mal, das ist in Amerika das ähnliche Phänomen mit Western Hardrock Qualifiern. Genau. Dass das einfach zieht, auch wenn die Leute, ich meine, bei den Topstars ist vielleicht nochmal was anderes. In dem Kontext war es der Normalläufer quasi. Der will zumindest die theoretische Chance haben, bei den Rennen irgendwann einmal mitzumachen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen zwei und mir ist quasi egal ist, dann nehme ich eher den, wo ich theoretisch mich qualifizieren kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, als Topläufer auf dem Trail, wenn ich auf langen Kanten gehe, dann denke ich irgendwann mal über den UTMB nach. Und da brauche ich halt die Punkte. Und wenn ich es mal aussuchen kann, warum sollte ich nicht den nehmen, der mir langfristig mehr bringt, als der man langfristig jetzt per se nichts bringt. Ja, vor allem bei diesen Dingen, wo sich jetzt da ja wirklich jeder qualifizieren muss, auch die Topstars, wo du nicht sagen kannst, oh, ich habe jetzt da eine ITRA-Wertung oder UTMB-Wertung von XY, also kann ich mir sowieso einen Startplatz holen, sondern es geht ja jetzt da wirklich um die Leute, die jetzt dieses Jahr starten wollen und jetzt nicht zufällig einen Startplatz haben. Ich meine, am lustigsten ist es noch immer mit dem zweiten vom letzten Jahr vom UTMB. Blochard hast du, glaube ich. Nein, hat er Blochard? Wurscht, der zweite vom Wissen. Mathieu, whosoever. Mir fällt der Name sicher wieder ein. Auf alle Fälle, der ist ja noch nicht qualifiziert für den UTMB dieses Jahr, obwohl er letztes Jahr Zweiter geworden ist, weil der UTMB kein Qualifier für den UTMB ist. Es ist ein bisschen weird, aber ich gehe davon aus, dass wenn er will, wird er schon dort starten dürfen. Das wäre alles andere als cool, wenn sie es nicht zulassen würden. Naja, das war damals wie beim Kilian, wo es mit dem Hardrock-Ding, wo die nicht zahlen wollten und damit das anerkannt wird. Auch da, ich weiß nicht genau, wie das gegangen ist, auch da haben sie dann einen Weg gefunden, dass der Herr schon mitläuft. Also das ja. Bei den ganzen Topstars, das verstehe ich ehrlich gesagt auch, dass die ziehen halt die Massen an und das gehört irgendwie dann dazu. Ja, na und jetzt war es halt so, dass die Leute jetzt wahrscheinlich die erste Chance dieses Jahr genutzt haben und weil jetzt halt bei dem ersten Rennen im Jahr oder bei einem der ersten Rennen von UTMB dieses Jahr wahrscheinlich die Dichte der Topstars noch nicht so hoch ist, dass sie sich gedacht haben, okay, wenn ich Top 3 laufe, dann habe ich meinen Startplatz fix, dann kann ich die ganze restliche Saison so planen, wie ich halt lustig bin und aufbauen und für den UTMB und auf nicht Gefahr, dass ich dann schnell nochmal im Mai, Juni
auf letzten Abdruck mal einen Startplatz ergattern will und nicht einmal sicher bin. Wobei, wenn ich es jetzt versemmel, dann habe ich noch eine zweite, dritte Chance. Ja, das ist richtig. Und apropos Ergattern von Qualifikationen für große Rennen, jetzt fand ja auch der Black Canyon 100 statt, der ja als Golden Ticket Race für den besagten Western State gilt. Ja, aber Moment, darf ich kurz den Torreira noch fertig machen? Ich dachte, du bist schon fertig. Nein! Jetzt hast du meinen wunderbaren Übergang versemmelt. Du hast einen hervorragenden Übergang gemacht und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Mhm. Und dir gehört der Black Canyon dann ganz. Mhm. Ich wollte nämlich noch ganz kurz auf die Vorderen vom Torreira eingehen, weil nämlich gewonnen hat der Daniel Jones, zweites der Hayden Hawks waren, und dritter Ryan Montgomery, also mit zwei Amerikanern auf Platz 2 und 3. Und da sieht man schon, der Hayden Hawks hat sich jetzt da schon das gesichert, weil den kennt man zum Beispiel. Mhm. Es waren auch ein paar andere interessante Namen dabei, die sie jetzt dann noch nicht geschafft haben, beim ersten Antreten zu machen auf die 100er Distanz. Und bei den Damen hat sie zurückgemeldet, die Lucy Bartholomew, und hat gewonnen. War das nicht die möchtegern Triathletin? Ja, genau die. Nehmen wir die wieder zurück in unsere Gemeinschaft? Ja, was dem. Auch, wie war das mit dem verirrten Sohn? Ja, so. Großmütig, wie die Trail-Gemeinschaft ist, nimmt man. Wir sind zu viel zu großzügig. Ja, das ist wahr. zweite ist die Heyi Mamba. Achso, Entschuldigung, ich habe mich verschaut, weil ich im Falschen geschaut habe. Bei die 100 Kilometer ist der Daniel Jones, der Hayden Hawks und der Ryan Montgomery erster, zweiter, dritter waren. Und Nancy Xiang, Stephanie Austin und Aroa Sio haben die Damenwertung gemacht. Bei den 100 Meilen war die Lucy Bartholomew erste, die Kimino Miyazaki zweite und die Katie Wright dritte. Und bei den Herren, auf den wollte ich nämlich auch noch eingehen, hat nämlich sie den 100 Meiler der Zach Miller gesichert. Das heißt, es waren schon ein paar Amerikaner da, die sie da quasi die ihr Startplatz abgegriffen haben, wenn man so will. Mm-hmm. Und zweite ist Heyi Me Mamba und Nicola Bamford, so ein zweiter und dritter waren. Und der dritte ist immer jemand aus Großbritannien gewesen. Also man sieht schon, dass das, was man so ein bisschen vermutet hat, wenn das jetzt da so eine Serie wird, passiert eben, dass die Leute dann auch irgendwo hinfliegen und gar einmal sich früh im Jahr woanders die Sachen holen. Wertet die Rennen natürlich auch auf. Alles klar. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Genau, so, jetzt fehlt mir natürlich der lässige Übergang, aber ihr denkt euch einfach den von davor und wir kommen zum Black Canyon 100. Eben, wie gesagt, ein Golden Ticket Race, das heißt, die Top 2 qualifizieren sich für den Western States, außer, ich glaube, einer von den zwei ist schon qualifiziert, dann trickelt das irgendwie so runter. Und merkt euch diesen Satz. bei den Herren hat gewonnen der Anthony Costales. Sagt mir persönlich nichts, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Okay. Nein, der sagt mir tatsächlich auch nichts. Es wundert mich, weil normalerweise sagen die Leute nur mir nichts und dir schon. Ja. Hat in 7:32 gewonnen. Relativ knapp dahinter der Tom Evans, den kennt man auch, United Kingdom. Und Janosch Kowalczyk, na, eh fast. Schwer auszusprechen, richtig aussprechen kann ich nicht, ich habe den Podcast Ehre zu verteidigen. Auch relativ knapp dahinter in 47. Ja, und da darf ich gleich reingrätschen. Und du hast gerade vorher gesagt, die ersten zwei kriegen ein Western States Golden Ticket. Der Tom Evans hatte es schon. Deswegen der Janosch. Deswegen hat auch der Janosch Kowalczyk jetzt das Golden Ticket quasi gekriegt, obwohl er, wenn man der Zieleinlaufliste nachgeht, Dritter gewesen wäre. Aber so sind jetzt da alle drei für den Western States qualifiziert.
Ich glaube, es geht auch, wenn einer von den zwei es ablehnt, weil er nicht will. Genau. Dann ja. geht es auch an den weiter drunter, bis einer das quasi annimmt. Genau. Ich glaube, der Mozart 100 und dass er an uns vorbeigelaufen ist, hat ihn Janosch so einen Boost gegeben, dass er jetzt auch beim Black Canyon wirklich einen rausgehauen hat. Ja, bin mir ziemlich sicher. Also, und er hat ja ein gutes Aufbauprogramm gehabt. Innsbruck, Mozart, Black Canyon. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Bei den Frauen hat die Kili Henninger gewonnen in 8,45. Relativ knapp dahinter die Heather Jackson. Die kenne ich sogar. Mhm. Und du wirst dich jetzt natürlich ein bisschen wundern, wo ich die kenne, aber das ist eine ehemalige Triathletin, die jetzt in den Ultrabereich vordringt. Ah, du liest also nur die Ergebnislisten bei Triathlons. So. Wie man so schön auf Neudeutsch sagt, know your enemies. Fair. Und dritter, die Megan Morgan, auch 6 Minuten dahinter in 8,53. Also Heather Jackson, ich weiß nicht, was du dazu gesagt hast, 8,47. Die Henninger 8,45 und die Megan Morgan 8,53. Na, interessant ist dabei, dass, wenn man sich die Zeiten anschaut, es ist ein 100 Kilometer Lauf und die Zeiten sind echt knapp beieinander. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist jetzt der erste gewinnt und dann ist einmal eine Stunde Pause. Ja. Meine, zwischen den ersten zwei Frauen sind 2 Minuten. Zwischen den ersten zwei Männern sind 5 Minuten. Das ist vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist im Ultra auch nichts. Du brauchst nur in der letzten halben Stunde eingehen und oder mal einen schlechten Magen erwischen oder so. Und zwischen zweiten und dritten Mann sind 3 Minuten. Also das ist quasi nichts. Das ist einmal austreten. Ja. Ja. Außer bei dir. Weil dann bist du danach nämlich 1 Minute weiter vorn. Ich benutze das als Boost, falls ich aufholen will. Der Mann, der schneller pinkelt als sein Schatten. Ich habe in der Jugend viel Lucky Luke Bücher gelesen. Ich habe das für meine Ansprüche adaptiert. Interessant ist noch zu erwähnen, dass bei den Frauen ist auch die Ida Nielsen mitgelaufen und ist Fünfter geworden. Jetzt da super Ergebnis, also ich glaube, sie wollte Top 3 laufen, weil auf dem Niveau willst du halt einfach gewinnen, ist aber auch nicht weit dahinter. Die ist mit 9:07 reingekommen. Das ist jetzt da auch nicht die Welt. Das war halt, die anderen haben einfach einen besseren Tag. Ja, das kann einfach passieren. Und noch zu erwähnen ist, dass wahrscheinlich jetzt der Janosch nicht bei der WM antreten wird, sondern beim Western States. Und das ist halt jetzt auch wieder ein bisschen schade. Vielleicht kriegen wir dann auch die eine oder andere Stimme rein, wie das jetzt dabei bei den Topstars der langen Geschichten so ist, wenn die Auswahl ist, Weltmeisterschaft oder eins der renommierten großen Rennen. Warum man sich für das eine oder das andere entscheidet, das wäre nämlich tatsächlich sehr interessant. Ist es, weil man dort im Kader ist oder nicht, oder weil man sie aufgrund der Sponsoren für irgendwas spezialisiert, oder weil es einfach der Lebenstraum von den meisten ist, dass sie einmal ganz vorne mitlaufen beim Western States oder beim UTMB. Ja. Bin gespannt. Das ist sicher die Herausforderung der WM, würde ich sagen, dass du gegen solche Rennen konkurrierst, die diese fairerweise länger gibt und die, also der Western States hat in Amerika definitiv mehr Stellenwert als die WM, also fair muss man sein. Ja. Und wenn er schon extra zum Black Canyon geflogen ist, um vorne mitzuspielen, lässt den Schluss nahe, dass er dann wahrscheinlich eher den Western States bevorzugt. Aber wir wissen es nicht, wir vermuten, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du extra nach Amerika fliegst, um beim Golden Ticket Race mitzumachen, macht er jetzt wahrscheinlich nicht nur, weil er sich unbedingt Arizona anschauen wollte. Ja, nein, es ist ja auch so, ich bin mir nicht sicher, in welcher Länge, also bei welchen Athleten, die halt Speziallängen und Distanzen haben, was interessanter ist, weil wenn du jetzt da hernimmst, die Strecken von der Weltmeisterschaft, hast du an Marathon quasi, ein Trail-Marathon mit den 40 Kilometer und du hast einen 80 Kilometer Lauf. Und wenn du jetzt da jemand bist, der für 100 bis 100 Meilen prädestiniert ist, also je länger, desto besser,
dann ist es vielleicht sogar für die zu kurz, quasi zu schnell und zu kurz, weil es da halt andere gibt. Weil grundsätzlich sind, glaube ich, die Amerikaner gar nicht so uninteressiert an der WM. In meinen Augen führt wahrscheinlich noch einmal eine WM-Austragung von eben diesem Zusammen, was jetzt in Thailand das erste Mal und jetzt in Innsbruck das zweite Mal sein wird, einmal in Amerika. Dass sie halt quasi eine Heim-WM haben. Aber die Ellie McLaughlin, glaube ich, heißt sie, hat ja in Thailand, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Die ist aber eher auf den 50 Kilometer plus minus Distanz unterwegs. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die WM für die ganze, kurz ist. Naja, und für die ganzen Golden Trail Series Menschen super spannend ist, weil da ist das ist so Trail kurz, Trail lang Größenordnung. Und für die 100-Meiler-Spezialisten, also an, weiß ich nicht, an Damien Hall zum Beispiel, der einfach bei den 100-Meiler bei einem Spine Race oder so irgendwo unterwegs ist, dass der sagt, na gut, was tue ich auf einem 40-Kilometer-Rennen? Da gibt es einfach quasi die jungen Wilden, die mir um die Ohren rennen. Ja, das stimmt schon. Es wird spannend zu sehen sein, wo sich die WM da einordnet und wie sie sich ihren Platz so findet und halt behaupten kann, weil es gibt einfach viele Serien und der UTMB hat auch Zugkraft und es ist halt spannend zu sehen und es freut uns, dass wir da ein Teil davon sind. Yes. Aber wir haben ja nicht nur gute Nachrichten in der aktuellen Stunde, sondern ja. Auch müssen wir kurz traurige Nachrichten verkünden. Ja, und zwar Big Dog kennt man. Das ist der Namensgeber von Big Dogs Backyard Ultra von Lazarus Lake, also dem Begründer von eben dem Backyard Ultra und dem Begründer vom Barkley Marathon, ist mit 14 Jahren gestorben. Das ist halt scheiße. So ist. Also, wenn ihr dem Ganzen ein bisschen gedenken wollt und die Ehre oder die Fahne der Backyard Ultras hochhalten möchtet, in Amerika, die Backyards sind vielleicht ein bisschen weit weg, aber es gibt auch zum Beispiel in Österreich eine Backyard Ultra Serie mittlerweile. Und da kann man sie gut auch probieren, weil das ist der große Vorteil bei den Backyard Ultras. Du musst, also wenn du 6,7 Kilometer laufen kannst, ist super, weil dann hast du eine Runde geschafft und bist schon mal dabei. Und dann brauchst du es einfach nur wieder und wieder und wieder machen. Bis in alle Ewigkeit. Und wir haben ja schon oft gesagt, dass so Stundenrennen oder so Kursrennen, das ist eine andere Art eines Stundenrennens quasi mit einem etwas anderen Twist, ja gerade für Einsteiger, die so ein bisschen in längere Distanzen reinschnuppern wollen, ideal einfach sind, weil es sehr wenig Variablen offen lässt, die jetzt so ein Ultrarennen möglicherweise schwieriger machen. Sei es jetzt Verpflegung, sei es wie, weiß nicht, was ist, wenn irgendwas passiert und sowas. Du bist in 6,7 Kilometer, bist wieder am Ausgangspunkt, du hast dort, kannst du dort dich einrichten, wie du quasi willst. Ich meine, du hast natürlich beim Backyard jetzt mehr Stress, als dass du bei einem regulären 12, 6, was auch immer Stundenrennen hast, weil dort könntest du dir Zeit lassen, könntest du mal eine halbe Stunde hinsetzen, das hast du beim Backyard nicht. Aber wenn einer in der Nähe ist und man sich einmal ausprobieren will und einmal so auch Ultraluft schnuppern will oder auch mal Ultraläufe erleben will und mit denen reden will oder sehen will, wie die mit Problemen umgehen, ist sowas immer sehr empfehlenswert. Ja, also würde ich euch ans Herz legen, weil du musst jetzt nicht großartig was vorbereiten, also du brauchst jetzt nicht irgendwie deinen Rucksack bocken und musst schauen, was du alles mitnimmst und musst, ich weiß nicht wie viel, herumtragen, sondern die Logistik ist relativ easy, ja, und die Kurse sind auch nicht hochalpin normalerweise. Und in Österreich gibt es da von der Austrian Backyard Ultra Serie, die startet im Mai in Ternberg mit dem Ternberg Trail, dann in Frankenmarkt im Juni ist es und dann hast du im August noch Nussdorf am Haunsberg, wo auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, wo Nussdorf am Haunsberg ist. Es sind alles drei Metropolen Österreichs, die man über die Landesgrenzen hinweg kennt und jeder wird sagen, ah ja, na eh klar, dass die dort sind.
Richtig. Und der Abschluss ist nachher Seekirchen am Wallersee. Das ist im Oktober. Wallersee. Am Ballersee, da kannst du auch richtig. Nein, am Wallersee. Und das ist Austragungsort der World Team Championship 22 war das. Also der, wo Österreich gelaufen ist. Also schaut dorthin, wir verlinken auch gleich die Austrian Packet Ultra Serie. Und probiert euch aus, ist ganz lustig. Ja, 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 ja. Mhm. Zum Thema, probiert es euch aus, es ist ganz lustig, wenn ihr aus der Nähe, also wenn Österreich und Umgebung, also ich nehme jetzt einmal Deutschland und die Schweiz und so weiter, also auch auf, als Österreich-Umgebung, als Vororte Österreichs. Du bist noch in der Monarchie gefangen, hä? Natürlich. Also alles, was nach 1855 passiert ist, ist quasi nicht existent. Also ich höre einfach dort auf, wo Basti seine Jugend aufgehört hat. Das war, glaube ich, ungefähr um den Dreh. Das kann nicht viel später gewesen sein. Nein. Auf alle Fälle ist mir untergekommen, weil ich immer wieder schaue, was halt in der Nähe, was man in der Nähe machen kann, ohne quer durch die Welt zu chatten, dass es einen recht umfangreichen Alpen-Adria-Trail-Cup gibt. Und der geht los, lustigerweise in Polen im April, was komisch ist, weil das ist nämlich das einzige Rennen, das weit weg ist, quasi vom Rest der Rennen. Und ab Mai bis in den November hinein gibt's insgesamt, glaube ich, ungefähr 10 Rennen beim Alpen-Adria Trail Cup. Die sind alle Slowenien, Norditalien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, also in der Gegend im Endeffekt. Und da gehört zum Beispiel auch der Dalmatia Ultra dazu oder der Julian Alps Trail oder der Dolomiti Extrem, also die kennt man dann auch schon. Und das ist sind halt wohl die bekanntesten drei, also zumindest die mir bekanntesten drei. Ja, ich denke auch, dass das die zumindest bei uns bekanntesten sind, aber wie gesagt, das ist ein Cup, wenn man sagt, okay, ich bin eher aus dem Süden, das ist alles innerhalb von wahrscheinlich 2 bis 3 Autostunden erreichbar. Kommt natürlich darauf an, von wo man kommt. Also. Ja, eben. Darum sage ich jetzt Süden. Also wenn du jetzt da irgendwie Osttirol, Kärnten, Südsteiermark, ist das alles quasi in der näheren Umgebung. In Österreich gibt es natürlich auch einen Trail Running Cup. Der ist jetzt da auch live und online. Und da ist ab März quasi, hast du sowas wie Mountainman in Reit am Winkel, den von uns schon viel besprochenen Lindkogel, den Ötztal Trailrun, also Stuben Trailrun, den Hochkönigmann, den wir auch schon öfters besprochen haben, den kenne ich jetzt nicht, den Korsamarsch. Korsamarsch ist super bekannt, super traditionell. Ja, das ist einer der bekanntesten Läufe. Also okay. Ich weiß nicht, wie lange es den Korsamarsch schon gibt, 40 Jahre, 50 Jahre? Okay, nein, das, ehrlich gesagt ist mir noch nie so untergekommen, egal. Den Feitscher Grenzstaffellauf, den haben wir da auch schon öfters besprochen. Den 53. Austragung, sage ich nur. Korsamarsch. Es wundert mich nicht, dass irgendwas, was Berühmtes ich nicht kenne, das ist, ja, ist halt so. Kaiserkrone Trail, Gletscher Trail Run, Schlägeist 3000, Saalbach, Dorfgastein, Nassfeld, Steinzer Trail Run, wirklich ganz, ganz viel. Wir verlinken es eh, schaut es euch an. Mhm. Gerade finde ich auf der Adra-Seite findet man viele österreichische Rennen und da ist für jeden Geschmack und für jeden Schlag von Trailläufer irgendwas dabei. Da findet man sicher was. Man muss wirklich nicht weit reisen, um geile Läufe zu haben. Und weißt, ich pick jetzt nur raus, zum Beispiel Saalbach, den haben wir ja. Das war der Saalbach, oder den wir da besprochen, wo du warst, wo halt das Wetter nicht optimal war, aber landschaftlich hast du gemeint, wenn man was gesehen hätte, wäre es sicher wunderschön gewesen. Fotos behaupten und die Läufer des nächsten Tages sagen auch, super. Bei uns also war es eher, ja, Wetter. Also nehmt das ein bisschen als Inspiration, vielleicht findet ihr was in der Nähe, wie der Peter gesagt hat, was jetzt ein paar Autostunden weit weg ist und tut euch was Gutes und tut der Umwelt demnach auch was Gutes. Ja, und also die Adra, also dort gibt es auch eine Landkarte quasi. Also da seht ihr dann auch, wo diese Rennen sind, weil die sind halt über ganz Österreich verteilt, aber man findet sicher was in der Nähe ist und das ist ganz lässig. Also da sind wirklich ein paar coole Sachen dabei.
ebenfalls, wenn man jetzt da aus Ostösterreich kommt, gibt es genau gleich, habe ich noch nicht gemacht, habe ich mir aber vorgenommen, dass man in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mal wirklich anschaue, auch für die Slowakei einen extrem cool verteilten Slowakia Ultra Trail Cup im Endeffekt. Und der geht los im Jänner mit dem Ludova 50 und geht dann rein bis in den Oktober. Da sind jetzt da keine mir bekannten Rennen dabei, aber du hast alles dabei von 50 Kilometer, 100 Kilometer, also diverse Distanzen, und das ist halt auch nicht weit weg. Also wenn du von Österreich in die Slowakei fährst, bist du wahrscheinlich schneller dort als, also von Österreich in die Slowakei, von Wien, Slowakei, bist du schneller wie von Wien in Klagenfurt. Ja. Mein Namensvetter im Team Veganer.de, der andere Florian, der ist viel, was ich meines Wissens nach, der hat viel so Tschechien, Slowenien, Slowakei, da so in der Gegend gemacht, weil die halt noch so ein bisschen oldschooliger sind, du hast jetzt nicht so die Riesenmassen. Sie haben aber geile Rennen. Also der ist gern da irgendwo hingefahren, gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, relativ spontan teilweise auch. Ja. Weil die halt nicht zu überlaufen sind und so ein bisschen unter dem Radar sich noch befinden. Also wollen wir sie etwas übers Radar heben. Genau. Und die Anbindung jetzt davon von gerade Ostösterreich ist, mit dem Auto ist es sowieso ruckzuck. Aber auch mit dem Zug ist es da eigentlich relativ cool. Ich glaube, da ist am schwierigsten ist so die letzte Meile, wie es so schön heißt, oder die letzten paar Meilen, weil das ist halt, bei Trailrennen ist es halt oft so, auch in Österreich oder in Deutschland, dass du sagst, okay, ich komme in die Gegend, komme ich schnell, da komme ich auch öffentlich gut hin, und die letzten 2, 3, 5, 10 Kilometer sind halt Mist, weil das ist halt dann irgendwo in irgendeinem Tal, in irgendeinem Graben drinnen, wo du halt öffentlich genau nichts hast. Das größte Problem in der Logistik ist die Last Mile. Das genau. Ist das, was die meiste Zeit braucht. Ja, also schaut euch auch Ungarn, Polen, Slowakei an. Also je nachdem, wo ihr seid, weil gerade aus Deutschland ist Polen ja jetzt auch nur einen Steinwurf entfernt. Ja. Ein bisschen weiter als einen Steinwurf entfernt. War jetzt da gerade die Crosslauf-WM. Und wenn ihr die nicht mitgekriegt habt, dann ist es nicht groß verwunderlich, weil sie ist offenbar in ganz Europa nur so semi aufmerksam verfolgt worden. Und sie war jetzt da in Australien, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß es schon, ich habe es nur jetzt da gerade verlegt. Ich werde es aber nachreichen innerhalb der nächsten, ja, ich würde mal sagen, Minute. In Bathurst, ich glaube, dass man das Ding Bathurst ausspricht. Ich hoffe zumindest, dass man es so ausspricht. Und dort ist die Crosslauf-WM vonstatten gegangen. Schlimm ist dabei halt, dass sie mehr oder weniger unter Ausschluss von Europa stattgefunden hat. Also es sind extrem viel afrikanische Athleten unterwegs gewesen, aber wenn man sich die Resultate anschaut, war Europa mit Spanien ein bisschen vertreten, aber es ist halt einfach echt keiner antreten dort. Also die entsendeten Athleten waren ein paar, tatsächlich nur ein paar. Also aus Österreich war zum Beispiel überhaupt niemand dort, aus Deutschland habe ich auf den Listen auch niemand gesehen. Es kann damit zu tun haben, dass jetzt, dass sie die Straßenläufer, die halt das eine oder das andere Mal mit Crossläufen sich den Winter vertreiben, dass die jetzt da einfach schon auf ihre Vorbereitungswettkämpfe losgehen Richtung Straßenmarathon, Richtung Straßenhalbmarathon, und halt auch, dass das Cross-Country in Europa offenbar jetzt nicht so den wahnsinnigen Stellenwert hat, wenn es nicht in der Nähe ist,
Und das ist halt, ja, es ist ein bisschen schade, weswegen das dann halt so abgelaufen ist, dass halt Uganda vor Äthiopien, Uganda, Kenia und so weiter gewonnen hat. Also du findest auf den ersten 20 Plätzen bei den Männern einmal überhaupt niemand, den man jetzt da aus Europa, also der, kein Europäer, der erste ist ein Spanier auf Platz 22. Und bei den Damen schaut es jetzt da auch nicht anders aus. Also du hast die erste Europäerin, wenn ich da jetzt da so mal nach unten scrolle, auf Platz 30 und es ist ebenfalls Spanien. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Also irgendwo unter ferner Liefen kommt dann vielleicht einmal irgendjemand aus Spanien oder aus Lettland und das war's dann. Also du, keine Niederländer, keine Deutschen, keine Österreicher, keine Italiener. Also ganz, ganz komisch. Beziehungsweise, ja. Ja. Und trotzdem hat es zu uns in den Podcast geschafft. Das ist der einzige Ruhm, den es in Europa erfährt. Das ist voll wahr. Wobei es dort durchaus interessante Episoden gab oder spannende Rennen gegeben hat. Und bei World Athletics ist drinnen, es ist halt wirklich schade, dass man sagt, es ist eine Weltmeisterschaft, wo halt die Hälfte der Welt nicht mitgemacht hat. Ja. Ja, ich meine, dazu kenne ich mich im Crosslauf jetzt zu wenig aus, warum das quasi passiert ist, aber das ist, so eine Weltmeisterschaft so zu etablieren und auch den Stellenwert quasi so hoch zu halten, dass das auch von all den, du siehst es jetzt im Trailrunning, wir sind Feuer und Flamme für die WM, aber es gibt noch damit, es ist noch nicht so, hat noch nicht so den Stellenwert, wie jetzt, keine Ahnung, im Fußball das hat. Da würde sich jetzt kein, weiß ich nicht, Lionel Messi überlegen, ob er da überhaupt wirklich teilnimmt, außer jetzt, er ist zu alt dafür, aber so die Frage, dass es etwas anderes gibt, was in dem Zeitraum wichtiger wäre, gibt's nicht, weil ja. Als Fußballer gehst dorthin. Und das ist halt vielleicht, ich kann argumentieren, dass der Laufsport da vielleicht ein bisschen anders ist als der Fußball, aber den hat's halt vielleicht im Crosslauf nicht und da muss das Ding noch hin. Ja, ich denke, der große, ja, aber beim Fußball ist es auch so, dass du die WM hat da einen riesen Stellenwert. Beim Fußball gibt es halt andere Turniere, die nicht so den Stellenwert haben. Also ja. Ich glaube, Olympia zum Beispiel ist beim Fußball nicht ganz so hoch angesehen, lustigerweise, wie die WM zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Du hast der Confed Cup oder sowas, oder was da gibt, genau. Der ist auch, also, da spielen oftmals die U21-Spieler, der ist auch nicht immer so, kommt auf die einzelnen Länder ich, an. Ich glaube, das kommt auch ganz stark auf, wie der Sport organisiert ist auch und wie stark der Verband dahinter ist. Also gibt es einen Verband, gibt es fünf Verbände und beim Fußball hast du immer 90 Minuten, Hallenfußball ist zum Beispiel relativ wurscht. Ja. Obwohl es das natürlich gibt. Oder Kleinfeldturniere, ja, eh lustig. Und beim Laufen hast du halt das große Problem, also großen Vorteil für den Läufer, aber auch das große Problem, dass es halt so divers ist, dass du vom 100 Meter Sprint, wo natürlich die Olympiadistanzen super, super wichtig sind, in der klassischen Leichtathletik, bis hin zu irgendwelchen Crossläufen, bis hin zum Traillaufen. Also du hast dann diverseste Unterdistanzen oder Dinge, wo es sich halt ein bisschen zerfleddert mit verschiedenen Verbänden, wo du dann sagen musst, okay, ich habe jetzt nicht einen Verband, sondern ich habe 7 Verbände und ich habe 24 verschiedene Distanzen und dadurch fokussiert er sich, glaube ich, nicht so auf dieses eine Event. Ja, das ist schon richtig. Und das macht es halt ein bisschen schwer, sich auch da durchzusetzen. Das ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Also das ist, ich persönlich, als Fan des Sports, des Trailsports, ist das schön, dass du nicht nur das eine Ding hast, das irgendwie alle 4 Jahre ist und dann war es das wieder, du kannst viele Rennen genießen und es macht natürlich als Veranstalter dann ein bisschen schwer, sich da aus der Masse rauszuheben und den Stellen, dass dein Rennen oder dein Ding den Stellen hat, den du gern hättest, dass es hat.
Genau. Ja. Aber das ist ja auch die, was wir auch schon öfter gesagt haben, die interessante Entwicklung, glaube ich, durch die auch gerade der Trailsport so ein bisschen durchgeht. So dieses, es gibt viele, viele Player, die irgendwie von sich wollen, so diese eine Serie zu machen, und gibt es immer wieder Versuche und dann sind wieder gescheitert. Wir hatten das ja mit der World Tour, die ja mehr oder weniger jetzt nicht mehr gibt. Ja, die ist, so ist jetzt da aufgegangen in dem... Ja, genau, aber in der Form, in der sie ursprünglich war, nicht mehr gibt. Und das ist halt der Wandel der Zeit, und das ist... Als Fan oder als sag ich mal, Otto Normalläufer ist es spannend zuzuschauen, und man schaut einfach, was übrig bleibt am Schluss. Ja, ja, klar. Nein, witzig, ich hab die Crosslauf-WM nur deswegen heute auch erwähnt, weil Europa war quasi nicht anwesend, aber die Athletes in Bett Gidei zum Beispiel, die haben wir zum Beispiel schon kennengelernt, weil sie im Straßenlauf halt super, super bekannt ist, ist mitgelaufen. Sie ist auch sehr tragisch mitgelaufen, weil sie war vorn und irgendwie 300 Meter vorm Ziel hat einen massiven Einbruch gehabt, ist zusammengebrochen, ist überholt worden, ist dann gestützt worden von jemandem, also oder jemand hat ihr geholfen, und dann ist sie nicht einmal Vierte geworden, sondern sie haben es disqualifiziert, weil sie externe Hilfe gekriegt hat, und deswegen ist ihr Team, haben sie auch nicht Teamgold gekriegt. Also eigentlich hat es News dort gegeben, und es war super spannend. Aber es ist halt von unserer Warte aus nicht mitbekommen worden. Ja. Aber in Afrika offenbar, also bei den Afrikanern waren da wirklich Topstars am Laufen. Ja. Ganz komische oder ganz lustige Aufteilung. Jo, andere Topstars starten dieses Jahr auch wieder bei der Salomon Golden Trail Series. Und wenn ihr euch da auf das einstimmen wollt oder ein bisschen mitkriegen wollt, jetzt da neulich, wir verlinken es, hat Salomon die zweite Staffel der Golden Trail Series Filme Videos auf YouTube rausgebracht. Chasing Dreams heißt das Teil. Und es sind, ich glaube, 5 oder 6 Folgen. Und ist ganz spannend. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sie ziemlich geil sein soll. Ja, es ist natürlich top produziert, also klar. Aber man kriegt so ein bisschen einen Einblick, wie jetzt zum Beispiel die junge Spanierin, die Sarah Alonso da mitmacht, wie die Maud Matisse mitmacht, wie das halt so abläuft. Und wie jetzt auch zum Beispiel Kenianer und Äthiopier auch dabei starten und wie die das angehen und wo der Unterschied ist zu einem Rémy Bonnet, zu den italienischen Bergläufern quasi, die aus den kurzen, schnellen Distanzen kommen, oder zu einem Puppi aus Italien. Und das ist ganz, ganz spannend mitzuerleben. Und man kriegt auch ein bisschen von den Rennen, die dort bei der Trail Series sind, einen Einblick. Und das ist halt dann schon, das hat ein bisschen zum Teil Tour de France Feeling. Ja. Also sehr Sinal zum Beispiel, schon geil. Verstehe. Apropos Einblick. Ja. Lass uns Einblick geben in dein Seelenleben, das ja die letzten ein, zwei Wochen etwas durchgerüttelt wurde. Ich weiß nicht, inwiefern du, was du alles preisgeben willst, aber du hast jetzt die letzten Wochen nicht mehr so viel trainiert. So viel möchte man sagen. Magst du vielleicht in deinen eigenen Worten erklären, warum das so war? Hüstel. wer das Lied von Billy Talent, Red Flag, kennt, so schaut gerade mein Training Peaks aus. Es ist eine einzige Red Flag. Es ist ganz lustig, bis Anfang Februar ist alles sehr gut gegangen, es war alles wunderbar, bis auf Fussi links, Fussi rechts, dort und da mal Aua, wo wir gedacht haben, okay, Trainingsumfang wird gesteigert, na gut, dann tut es halt ein bisschen weh, kennt man, war alles wunderbar, und es war bis zum 6. Februar so. Da habe ich in der Früh noch, überraschend, deswegen erwähne ich es, einen lockeren Dauerlauf gehabt und habe mir gedacht, boah, also
unter 140er Puls 10 Sekunden schneller am Kilometer nach einer, ich glaube, 80 oder 90 Kilometer Wochen. Ja, Respekt. Da geht jetzt wirklich was weiter, das taugt mir. Am Abend habe ich noch ein bisschen Krafttraining gehabt, das war okay, aber Krafttraining ist halt einfach nie besser als okay. Das ist das Maximum, was man da rauskriegen kann, glaube ich. Ja, und am Tag drauf ist man nicht mehr so semi gegangen. Ja, und am Tag drauf noch weniger. Bin ich im Bett gelegen und habe einen Ruhepuls gehabt von, ich glaube, 65 oder so. Also ein Schlafruhepuls von 65 und gedacht, hei, das ist nicht gut. Und ja, nach 3 Jahren schön asozial vor mich hin dümpeln, hat die Seuche mich jetzt auch erreicht. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wann und wo. Ist halt so. Keine Ahnung. Ich darf halt einfach nicht mehr immer die Türklinken abschlecken. Ich habe dir doch gesagt, wenn du zum Biller gehst, schleck nicht alles ab. Aber du wolltest nicht auf mich hören, jetzt hast du mit den Konsequenzen zu leben. Ja, aber ich bin das halt so gewohnt, dass ich den Griff vom Bagel immer sauber mache vorher. Ich habe gesagt, nicht mit der Zunge. Ich habe keine andere Zunge bei der Hand gehabt gerade. Was soll ich machen? Ja, es ist ja täuschend. Nein, aber ja, es hat dich halt einfach da niedergelegt und du hast dabei, glaube ich, einen recht milden Verlauf gehabt, zumindest so, was du mir erzählt hast. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe kein Fieber gehabt, ich bin nicht im Krankenhaus gewesen, jetzt war einfach... Du warst krank. Ich war einfach krank und war sehr lange quasi jetzt da positiv und bin jetzt da 2 Wochen, ist alles rot und gar nichts tun. Hab jetzt vor 2 Tagen einmal anprobiert, was eh schon nicht gescheit ist, ein bisschen auf der Rolle einfach nur die Füße bewegen und schauen, was mein Puls zu dem Thema sagt. Und eben mal so angeschaut, bei einer Intensität, wo normalerweise mein Puls bei, weiß ich nicht, 118 ist oder so, war er jetzt noch immer bei 130. Also ich habe geschaut, dass ich nicht über 70% Max HF komme, weil es ist noch nicht lang genug her und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich auch einmal das komplette Arztprogramm durchgehen, weil mein Orthopäde und Arzt des Vertrauens, wenn es um solche Sachen auch geht, gesagt hat, naja, Geld verdienst damit kannst, aber dein Leben kannst du halt schon verlieren, wenn du jetzt gar Herzmuskelentzündung hast. Und gesagt, gute Argumentation. Das war das, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Wir hatten es ja in der Folge mit Pep schon einmal und warum ich es dann noch irgendwie besprechen wollte, dass du es hattest, eben dieser Wiedereinstieg, eben nicht so schnell und sich vor eben auch vor allem das Pumperl gescheit einmal durchsuchen lassen und schauen, dass du nichts, weil sonst geht's da wieder wie es im Bett geht und dann bist du monatelang außer Gefecht. Und ja. Das wollen wir halt auch nicht und meinen Podcast-Host will ich halt auch nicht verlieren, also lass dich gescheit durchsuchen. Was man schon sagen muss, du hast jetzt, also weil du die Radeinheit besprochen hast und dass du jetzt so 12 Schläge oder sowas drüber warst, also ich glaube, wenn es jetzt auch nichts gemacht hast, das ist jetzt nicht das Unnormale. Ich finde gut, dass du dich da limitiert hast und dass du es halt mal langsam ausprobiert hast. Und was wir, glaube ich, aber allen mitgeben wollen, die halt infiziert sind, auch wenn es nur infiziert waren, auch wenn es ein leichter Verlauf ist, es ist nichts dabei, sich einmal das Herz anschauen zu lassen. Das schadet generell nicht und gerade wenn man es gehabt hat. Und wenn einem dann noch sagt, es passt alles und man kann danach sagen, ja, habe ich eh gesagt, aber dann ist man sich auf der sicheren Seite und dann kann man den Sport einfach noch länger genießen und das geht's ja im Endeffekt. Ja, naja, die Ruhezeit danach und so weiter, das hängt bei jedem, ist ganz individuell. Also ich werde jetzt auch noch, wie gesagt, zum Herzarzt gehen und mir das anschauen lassen mit Ruhe, EKG und ein bisschen Ultraschall. Ich werde in 2 oder 3 Wochen einmal zum Lungendoktor schauen, der mir dann sagen wird, ja, 25 Jahre rauchen sieht man halt. Well, hoffentlich nur das. Alles andere. Wenn ich alles andere nicht sehe, ist eh gut. Und ja, mit Christoph habe ich halt auch geredet, also mit dem Trainer, dass wir gesagt haben, okay,
jetzt einmal die ganze Woche noch komplett gar nichts. Und dann schauen wir mal, was rauskommt bei den Untersuchungen. Und dann schauen wir, dass wir wieder einsteigen. Wir haben halt dann alles in allem. Du verlierst halt 1 bis 2 komplette Trainingsblöcke. So ist es. Aber dadurch bin ich jetzt da weder 1 Stunde schneller, noch 1 Stunde langsamer in dem Jahr. Es ist halt blöd. Ich hätte mir genauso gut, weiß ich nicht, den Fuß brechen können, dann hätte ich auch 6 Wochen komplette Pause. Ja. Ist halt einfach so, damit muss man umgehen, das gehört einmal dazu, der Janosch und der Neuschwan haben es letztes Jahr auch gehabt, die haben auch, damit das life happens und wie dein Orthopädenfreund richtig gesagt hat, du verdienst auch nicht Geld damit, so wichtig das ist und so toll das ist und alles gut und schön, aber ja, lieber wir haben dich länger als wir haben dich kurz nur laufend. Ja, genau. Also ich, bei mir hat sich jetzt auch nicht so viel verändert, muss man ehrlich sagen. Es ist weiter, wie auch das letzte Mal gesagt, ich tue was, ich schaffe nicht 100%, weil aktuell jetzt auch der Kleine ein bisschen Kinderkrankheit aus dem Kindergarten mitgenommen hat, die einem wieder, wie du das in den letzten Aufnahmen, die jetzt wahrscheinlich danach kommen, man irgendwann merken wird, dass ich mal nicht dabei war. Das ist doof und um das herum schaue ich, dass ich zumindest die Intervalle am Dienstag unterbringe, Kraft irgendwie unterbringe und so, dass ich so auf 3-4 Mal die Woche laufen komme. Ich merke schon, dass die Dauerläufe wieder schneller werden. Letztes Mal war ich seit langem wieder mal länger quasi unterwegs, war 15 Kilometer in einem soliden 6er Schnitt. Da ging es nicht so hügelig, es waren irgendwie 200 Höhenmeter. Mit dem war ich eigentlich relativ zufrieden. Da ist mein Brustgurt gerade kaputt gewesen. Das heißt, ich kann direkt nicht genau sagen, ob ich nicht quasi vom Pumperl her ein bisschen schnell war. Aber so vom Gefühl her war ich in meinem Dauerlauf-Tempo-Dings drinnen. Also damit war ich schon mit dem Einsatz, den ich derzeit bringen kann, war ich mit dem eigentlich schon zufrieden. Da merke ich, dass es zumindest das wieder ganz gut funktioniert. Was mich etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat, da haben wir so einen aeroben Schwell-Testlauf gemacht, wo man irgendwie 45 Minuten lang auf seiner gefühlten Schwelle so auf Schwierigkeitsgefühl 1 bis 10, so 8 bis 9 laufen sollte. Was ich jetzt so interpretiert habe, so als 10 Kilometer Tempo, so irgendwas in die Richtung. Das war etwas ernüchternd. Da war ich doch schon sehr weit von entfernt, in den Bereichen, wo ich mal war. Wundert mich aber nicht, weil ich habe vielleicht ein paar Handvoll knackige Intervalle gemacht, aber nichts irgendwie in der Richtung. Also es war dann ein 4,32er Schnitt. Das konnte ich schon mal wesentlich schneller. Und ich war danach, also ich bin dann die letzten 10 Minuten doch schon deutlich eingegangen, wo ich gemerkt habe, dass die Beine nicht mehr so schnell waren, weil bis dahin war ich so auf knapp unter 4,27, 4,28. Ich hätte mir gedacht, wenn ich irgendwas so für 15, für 20 hinkriege, wäre ich eigentlich ganz zufrieden gewesen. Wesentlich, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich schon mal war. Jetzt war es halt ein bisschen langsamer. Ist halt so, was willst du machen? Laufen ist halt, du kriegst halt das zurück, was du reinsteckst. Und nachdem ich jetzt nicht so viel reingesteckt habe, kriege ich auch nicht ganz so viel zurück. Aber ja, und wie wir auch schon besprochen haben, waren so diese 10-Kilometer-Lauf, zu dem ich eigentlich irgendwie hintrainieren wollte, der ja dann jetzt irgendwie ist, während wir in Innsbruck sind. Aber das Training ist trotzdem das, was ich jetzt weiter machen will. Ja, und du machst vor allem wieder Intervalle. Also ich habe gesehen, so 10 mal 400 und solche Sachen. Also sind noch immer scheiße. Ist ja schon... Ich glaube, vom 6-jährigen Knirps bis zum Top-Athleten sind Intervalle so 400er, 800er. Nie geil. Nein, das ist nie geil. Der Unterschied ist nur die Schnelligkeit, aber sonst da cooler wird es nicht. Ja, das ist richtig. Aber es freut mich sehr, dass du zumindest einigermaßen regelmäßig wieder zurückkommst, was für diese Saison wieder Anlass zur Freude gibt. Ja. Und Hoffnung. Ja. Mhm. Ich muss ja nur trainieren, damit ich wenn wir in Innsbruck sind und wenn wir da wirklich mit Leuten laufen gehen, damit ich nicht ganz so deppert dastehe. Damit nicht du der bist, der mit dem E-Bike hinten nachfährt. Richtig. Und damit ich doch, während ich laufe, auch reden kann. Stimmt, ja, weil sonst da. So, Flo, wie war's denn? Ja, na gut.
Ansonsten sind wir, glaube ich, für jetzt da gerade. Ja, es war sehr nett, wieder mal nur uns zwei zu sehen und auf keinen dritten Rücksicht zu nehmen. Oder vierten oder vierte. Es hat mich gefreut. Wir hatten viel interessante aktuelle Stunde dabei. Es war erfrischend. Es war erfrischend, Peter. Ich danke dir. Ich dir auch, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.